Vielen Dank, Frau Präsident, sehr geehrte Frau Bundesministerin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ja, eins muss ich in Replik auf meine Vorrednerin gleich mal sagen. Wenn wir mit der Parlamentarischen Bundesheerkommission bei Truppenbesuchen sind, dann wird kaum eine Maßnahme so häufig kritisiert wie dieser Klimateller, der hier gerade lobend erwähnt worden ist. Vielleicht sollte man sich die Zusammenstellung da nochmal überdenken und einmal auf die Truppe hören, was im Bereich der Verpflegung gewünscht und was nicht gewünscht ist. Das nur als kleine Anmerkung. Ich bin ja vor allem auch als Milizoffizier sehr froh, dass nun endlich ein Allparteienbekenntnis für ein vernünftiges Verteidigungsbudget stattgefunden hat, dass hier endlich mehr Mittel für die österreichische Landesverteidigung vorgesehen sind. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, den ich ausdrücklich begrüße. Ich möchte heute meine Redezeit aber dafür nutzen, auf einen Teilbereich des österreichischen Bundesheers zu blicken, der sehr häufig sehr straflässig vernachlässigt wird, nämlich das Sanitätswesen. Wenn man kurz zurückschaut oder in die Zeit vor dem Fall der Eisernen Mauer zurückschaut, in den 80er Jahren hatte das österreichische Bundesheer 27 einsatzbereite Feldambulanzen. Aktuell schaffen wir es wahrscheinlich nicht einmal ein einziges einsatzbereites Feldspital auf die Beine zu stellen. Und ich weiß, es sind zwar jetzt einige Investitionen, vor allem in die Sanitätszentren, geplant und aus der aktuellen Anfragebeantwortung heraus habe ich auch gesehen, dass jetzt 8 Millionen Euro für ein neues Feldspital vorgesehen sind. Allerdings haben wir im Bereich des Sanitätswesens die Personalproblematik, die wir auch in anderen Teilen des Bundesheers haben, noch massiv verstärkt. Wir haben Besetzungsgrade in den Einheiten, die teilweise unter 25% liegen und damit kann natürlich kein Betrieb mehr stattfinden. Und wie Sie in Ihrer aktuellen Anfragebeantwortung auch zu den medizinischen Leistungen der Heeressanitätszentren aufgezeigt haben, sind die tatsächlichen medizinischen Eingriffe drastisch zurückgegangen und allein in den letzten paar Jahren um über 50% gefallen. Und das liegt nun mal ganz massiv nicht nur an der fehlenden Infrastruktur und der fehlenden Geräteausstattung, sondern vor allem auch ganz massiv an der fehlenden personellen Ausstattung. Deshalb mein dringender Appell an Sie, Frau Ministerin. Wir haben einige gute Initiativen, auch was den Bereich der Rekrutierung von Ärzten anbelangt. Wir benötigen selbiges natürlich auch im Bereich der Sanitäter, der Pflegedienste im Heeressanitätswesen. Wir müssen hier auch ähnliche Programme zur Rekrutierung fahren, die Gehaltsschemata anpassen. Und es wäre sicherlich auch hilfreich, wenn Sie so ähnlich wie wir es jetzt auch bei der anstehenden Apothekengesetznovelle machen, wo wir für die Heeresapotheker gesetzliche Verbesserungen und eine bessere Durchlässigkeit zwischen dem militärischen und dem zivilen Bereich schaffen, wenn wir auch in anderen Berufsbereichen hier schauen, wie schaut die Logistik aus, setzen wir uns zum Beispiel dafür ein, dass wir zum Beispiel das Notfallsanitätergesetz reformieren, dass hier die Heeressanitäter auch vernünftige Befugnisse bekommen, so wie das im Rahmen der Einsatzplanung und der Sanitätsversorgung auch notwendig wäre. Das wäre, glaube ich, ein ganz wichtiger Auftrag an Sie. Und wenn wir schon in die baulichen Maßnahmen investieren und die Heeressanitätszentren neu aufsetzen, dann sollte man auch nicht vergessen, dass wir praktisch überhaupt keine gehärteten Rettungsfahrzeuge, Bergefahrzeuge für den Krankentransport, für den Verwundetentransport im österreichischen Bundesheer mehr haben. Da haben wir einen riesigen Bedarf, nicht nur an den Zentralstellen, sondern auch bei den Sanitätseinheiten der kleinen Verbände, wo wir solche Einheiten gehärtete mobile Rettungstransporter bräuchten. Und vergessen Sie bitte auch nicht, dass wir im Bereich der Arzneimittelversorgung auf Heeresebene ebenfalls gigantische Defizite haben. Aus meiner Sicht brauchen wir auch hier eine Heeresapotheke neu, eine Zentralapotheke mit zusätzlichen neuen dezentralen Apotheken im Sinne der Autarkie und der Versorgungssicherheit der Truppe und vielleicht in weiterer Zukunft auch für andere Einsatzkräfte. Hier besteht großer Investitionsbedarf. Im Detail ist das noch nicht ausgearbeitet. Wir warten seit 6 Jahren auf einen Fähigkeitskatalog für die Heeressanität. Ich unterstütze Sie da gerne und nehmen wir bitte nicht für die Sanität über 10 Jahre veralterte Konzepte her, sondern orientieren wir uns vielleicht an einem Sanitätskonzept 2030, das auch bei Ihnen in den Schubladen liegt. Ich denke, das bildet die Realität deutlich aktueller ab als die alten Pläne. Vielen Dank.